Wir sitzen im Dunkeln. Ich habe ein bisschen Angst. Kannst du das Licht einschalten? Ich kann bestimmt doch das Licht einschalten. Oh ja, bitte. Ich glaube, das geht hier. Und hier. Tatsächlich. Sind wir voll illuminiert. Und damit herzlich willkommen zum Technik-Talk mit Tobi. Ich schon wieder. Hast du schon wieder Angst, oder was? Jetzt ist das Licht an, jetzt ist jetzt alles ist gut. Licht an, genau. Wir zeigen euch heute mal ein kleines bisschen den Innenraum. Knöppe und Co. Knöppe und Co. Und vielleicht auch mal das ein oder andere Geräusch. Wir klopfen mal auf Holz für euch. Und ja, wie findest du denn die Innenbeleuchtung? Ausreichend. Ja, es ist... Wir haben hinten im Ladebereich, wir haben im Fond noch zwei und wir haben hier vorne zwei Lampen. Und Straßenkarten muss man ja heutzutage gar nicht mehr lesen. Aber selbst das ginge, wenn ich jetzt hier bei mir einmal ausmache und nur bei dir an. Ich mir eins anmachen. So, jetzt kannst du mir sagen, wo es lang geht, zum Beispiel. Vorwärts immer. Gut. Wenn wir jetzt ausmachen und machen die Türen auf, dann gehen welche Lampen an? Alle. Tatsächlich. Funktioniert. Und wenn du deine Türe wieder zumachst? Dauert's. Ein wenig. Ja, und dann wird's ausfäden. Jetzt habt ihr zumindest schon mal gesehen, wie wir die Lampen anhaben. Jetzt machen wir aber wieder ein bisschen mehr Licht und zeigen euch auch noch mal die anderen Knöpfe. Juhu! Vorsicht bei der Abfahrt. Das war ein schönes Geräusch. Machst du es noch mal? Das ist doch gut. Das ist, hört sich schwer an, wie der Rest vom Auto. Ich mach nochmal. Mach ich mal von draußen? Ja. Ich steig mal aus. Knopf. Man muss gar nicht so fest zuhaben. Genau, jetzt machen wir einmal den Test und du versuchst mal die Tür mit Zudrücken zu schließen. Geht. Gut. Also es war jetzt erstaunlich leicht. Das ist easy. So, jetzt schließen wir einmal die Fenster. Ja. Man muss sie übrigens halten. Also die haben keine Selbstschließfunktion, dass die hochfahren von alleine. Das ist ein ganz leichter Punkt. Ja. Okay, das kann man... Doppeltaster. Ne? Einmal leicht drücken und dann fest... Ja, geht doch relativ stufenlos. Okay. So, jetzt haben wir frische Luft. Jetzt möchten wir wissen, wofür all die schönen Knöpfe sind. Also bevor wir uns die Knöpfe anschauen, für was die sind, schauen wir uns die Knöpfe einfach mal generell an. Wir haben hier die Knöpfe, wir haben Taster, wir haben herausstehende Taster, Drehknöpfe. Mit Taster in der Mitte, Schieberchen. Also tendenziell ist es sehr, sehr gut zum Drücken und Drehen. Ja, sehr, sehr haptisch ist ganz schön. Also du hast hier auch immer was Einrastendes. Das mag ich. Aha. Ja. Ja, es ist nicht so luschi-luschi irgendwie, das ist halt schon... Ich glaube, ich habe was Blinkendes entdeckt. Also die Knöpfe kann man auch leicht drücken. Man muss nicht unbedingt in die Mitte, die gehen auch am Rand. Das ist ja immer so ein Ding, wenn man nicht zwangsweise in der Mitte sein. Ich kann hier wirklich seitlich... Die bleiben aber nicht in der Position, ne? Die kommen immer zurück. Das sind nur Taster. Ja, keine Kipper. Ja. Gut. Hier haben wir das Multifunktionsrädchen, aber da kümmern wir uns nochmal später drum, wenn wir uns das Display angucken. Und jetzt
Flugzeugcockpit. Ja, hier oben haben wir auch jede Menge Schalter, also das gleiche im Endeffekt, also die gleichen Taster, die wir unten haben, das spiegelt sich oben wieder. Sämtliche Varianten. Hier ist natürlich wichtig, also dass man auch immer sieht, ist er drin oder ist er nicht drin, dass man da immer Rückmeldung optisch hat, ja. Ja, ist aktiviert, ja. Nicht aktiviert. Ja, also wenn es orange leuchtet, ist quasi die Bestätigung an. Also man sieht ja sonst nicht anhand der Stellung vom Schalter, ist es jetzt an, also aktiviert oder deaktiviert. Aktiviert, oranges Licht. So, dann haben wir hier ein paar Kippschalter. Ja. Die haben wir zum Teil belegt und zum Teil auch nicht. Ja, also zum Aktivieren generell im Stand, wenn die Zündung aus ist, muss man natürlich erstmal diesen Powerknopf drücken. Und auch wieder hier das orange Licht in der Mitte vom Kipphebel. Also Rückmeldung, wenn es dunkel ist, sehe ich natürlich nicht, wie der steht und dann muss er da irgendwie rumfummeln. Damit schalte ich Strom an und aus. Wenn der Motor läuft, ist es automatisch bestromt. Mhm. Ja, und dann kann ich hier sämtliche Stromsachen mit dazuschalten oder wegschalten. Nenn mal ein paar Beispiele. Also wir haben ja, außen haben wir ja die Steckdosen, sage ich jetzt mal. Genau, wir haben ja, außen die Steckdosen, zum Beispiel oben an diesen Reling-Griffen. Und das sind hier diese externen, extern 1, 2, 3, 4 bis 5. So, also wir können hier dazuschalten und haben dann Strom und können dann diese optionalen Belegungen, darum sind die auch nicht beschriftet, nur extern oder intern, was man halt sich dann hinbaut. Arbeitsleuchten, eine Kühlbox, ein Fernseher, den man am Campingplatz braucht. Whatever. Ja, dann haben wir noch intern zwei, das sind halt für Kühlbox, Rechner, irgendwas, was ich, was man da hinstellen kann. In dem Bereich haben wir alles, was den Strom betrifft und zusätzliche Verkabelung im Endeffekt. Mhm. Wir haben sogar noch ein Freifeld. Wenn ich mir hier noch was zusätzlich basteln würde, dann müsste der Grenadier weichen. Also das Schild. Das Schild, ja. Also ich würde das Panel würde ich nehmen und würde dann da meine zusätzlichen Knöpfe und Schalterchen damit reinbauen, was man noch alles braucht. Wobei man braucht eigentlich eh nicht so viel. Also meine Meinung. Es sind ja auch schon genügend angelegt. Also mir würde jetzt auf Anhieb auch nichts einfallen. Na, was haben wir noch? Wir haben hier vorne, gehen wir mal weiter, alles was mit Offroad zu tun hat. Ja, Offroad-Mode, wir haben hier Wading, wir haben Offroad-Knopf, da kann man dann Fahrmodis entsprechend anpassen und wir haben hier die zwei Differentialsperren. Genau, vorne, das sind die Achssperren, also nicht die Mitteldiff-Sperre, die wird ja mechanisch geschalten über einen High-Low-Schalter, also über das Verteilergetriebe. Und bekannter aus dem Defender, würde ich sagen, also auch von der Art und Weise. So, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Ja. Du hast ja hier kein elektronisches Fahrwerk. Nein. Was kannst du dann hiermit schalten? Das geht in das Motormanagement. Also du schaltest jetzt nicht das Fahrwerk oder mechanische Dinge zu. Da geht es einfach nur um, wie wird der Motor angesteuert, wie reagiert er auf dein Gaspedal, wie... Also die Elektronik wird verändert im Endeffekt. Ja, aber das, also man kennt das ja aus den modernen Autos, dass du, wenn du in den sogenannten Offroad-Modus gehst oder in den, weiß ich nicht, Schneemodus, dass das übers Fahrwerk geregelt wird auch. Ja. Und das kannst du natürlich hier nicht machen. Gut, natürlich Fahrwerk, wenn man zum Beispiel sagt, Bremseingriff verzögert oder geändert, dann gehe ich übers ABS. Aber das Fahrwerk selbst, also Dämpfer und Federn, wir haben kein Luftfahrwerk, also ich kann über die Luft nichts am Fahrwerk verstellen. Wir haben ganz normale Schraubenfedern. Das bleibt, wie es ist. Genau, aber das ist auch wichtig zu wissen, falls das jemand eben aus seinem Fahrzeug, was er davor gefahren hat, anders kennt. Also was man auch nicht machen kann, ist in die Tiefgarage fahren und das Auto tiefer legen. Absenken. Nee. Kein Luftfahrwerk. Geht halt nicht. Kein Luftfahrwerk. Also ich kann hier auch nichts in der Höhe vom Fahrwerk verändern. Das ist fest. Ja.
Ah ja, wen kann man denn da anrufen? die nette Dame Emergency. Ich dachte, da ruft man den Jim Radcliffe an. Ja, wahrscheinlich. Der heiße Draht. Nee, das haben sie ja alle. Das ist ja Notfallknopf. Ja. Hier abgedeckt nochmal, damit man nicht versehentlich draufdrückt. Ja. Wenn man auf dem Dach liegt, dann wahrscheinlich geht es auch zum direkt durchdrücken, aber das mache ich jetzt nicht, weil sonst ist er kaputt. Ist ein Defekt, ja. Genau. Okay. Schauen wir zu den weiteren Knöpfen nach vorne. Wir haben hier beschrieben Assistance. Das ist quasi ESC und Bergabfahrhilfe, also elektronisches Stabilitätsprogramm und eine Bergabfahrhilfe. Kann man anschalten, ausschalten, mit dazuschalten. Ganz kurz, die elektronische Bergabfahrhilfe haben wir getestet. Funktioniert. Funktioniert. Mit 5 km/h ungefähr sind wir da schöne steile Sachen bergab gefahren und hat sauber geregelt. Kann man nichts sagen, funktioniert. Wenn euch das interessiert, hier verlinke ich euch das Video zu unserem Offroad-Test. Dein Grenadier gibt's bei uns. So, was haben wir weiter noch? Scheinwerferverstellung. Höhenverstellung vom Scheinwerfer, genau. Und daneben haben wir noch eine Taste. Damit werden die zwei inneren Scheinwerfer beim Kühlergrill, die innen sitzen, aktiviert. Mhm. Also wenn du quasi jetzt halt aufblendest oder Lichthupe gibst, dann sind die normalerweise aus. Aber wenn man hier drauf drückt und es leuchtet, dann leuchten die mit. Mhm. Gut. Jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wenn ich fahre und muss mich stark konzentrieren, weil ich ein schwieriges Gelände habe und dann muss ich vielleicht hier noch rumfummeln. Ja. Es geht so von der Anordnung, ne? Also man kommt überall gut hin, finde ich. Also wir haben es ja im Offroad-Park Bayern getestet, wo wir beim Geländefahren waren. Und wenn du dann mal weißt, wo welche Knöpfe angeordnet sind, dann findet man die auch. Mhm. Jetzt ist natürlich am Anfang noch alles mit Suchen. Wo war jetzt nochmal der Knopf, damit das Parkgebümmel aufhört? Den haben wir ja im Offroad-Park Bayern nicht gefunden, erfolgreich. Doch, der ist da, man muss ihn nur lang gedrückt halten. Man muss nur lang gedrückt halten, ja genau. Ja, dann bimmelt er auch nicht mehr. Dann hört es auch auf, aber wenn es natürlich neu ist, dann ist da erst einmal Drama und wo ist denn welcher Knopf? Ja. Und dann ist es zum... Wenn man dann nach oben gucken muss, das ist das erste Mal, aber dann findet man es schon. Ja. Dann hat man hier noch den Disco-Knopf. Die A800 ist so eine kleine Mini-Polymaschine, sieht so ein bisschen aus wie eine elektrische Zahnbürste. Ich dachte, Gott sei Dank kommt jetzt keine Musik, weil sonst müssten wir GEMA-Gebühren zahlen. Ach so. Ja. Wir können auf die hier unten noch ein bisschen eingehen. Also im Endeffekt ist hier oben alles, was mit Klimatisierung und Heizung zu tun hat. Wir haben Sitzheizung. Wir haben Lüfter, Ventilator, Verstellung des Gebläses, wo kommt Luft raus, Automatik und warm und kalt. Ja, Klimaanlage, dann hier Umluft, wenn man im Tunnel ist, Park Distance Control, Start-Stopp-Auto, sehr brauchbar. Ja, absolut. Gut. Ich habe hier am Lenkrad noch ein paar Knöpfe, die allerdings werden wir euch zeigen, wenn wir uns um das Display mal kümmern. Das wird ein extra Video sein, wo wir uns in die Systeme fräsen. Mhm. Ganz grundsätzlich, hier Schaltwarthebel, können wir die Untersetzung einlegen und das Mitteldiff sperren. Und das wird dann der Multifunktionsdrehhebel für die Systeme sein. Hier haben wir noch die Handbremse, die haben wir uns ja schon einmal von unten angeguckt. Ich darf nicht zu viel umeinander knöpfeln hier, das ist ja... Und die ist auch tatsächlich... Ja, die müssten wir vielleicht noch ein bisschen nachstellen. Also ja. Die geht schon sehr steif. Die ist schon sehr steif. Aber hat man ja in den modernen Autos heutzutage auch nicht mehr. Nee, eine vernünftige Handbremse hat schon was für sich, zumindest im Gelände. Ich kann halt einfach mein Auto auch mal halten. Ja, es hat vertrauenserweckender. Ja. Ja. Sehr schön. Was haben wir denn noch? Hier haben wir noch, schau mal, da haben wir Luftauslässe. Kann man verstellen, oben, unten, links, rechts, hier auf und zu. Einer ist bei dir, einer ist bei mir. Mittelluftdüsen,
Wir haben hier an der Seite noch welche. Ja, die finde ich ja ein bisschen komisch, muss ich sagen. Da kann man ein bisschen besser sehen. Ich kann die in der Mitte durch Drehen auf und zu machen. Ja? So, offen und zu. Und man kann die nach, naja, nicht nach oben, man kann die in eine Richtung und in die andere Richtung verstellen. So geht's nicht. Da muss man sie dazu drehen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Luft nach oben rechts haben will, muss ich jetzt hergehen und den drehen. So. Und wenn ich sage, okay, ich will ein bisschen darüber, also ich muss das drehen und kippen. Aber wie ist denn die Haptik? Fühlt sich denn wertig an? Oder hast du das Gefühl, du hast den gleich in der Hand, wenn du den viermal verstellt hast? Also nachdem ich im Gelände schon da, ich wollte den eigentlich wollte den verstellen, indem dass ich den komplett mit Kraft darüber drücke, weil das muss doch irgendwie, ich dachte, das ist wie so eine Kugel. Ja? Also ich einfach eine Kugel habe, die ich dann da so rumdrehen kann, aber dem ist nicht so. Ich habe ihn nicht rausgerissen. Gut. Das funktioniert noch. Ja, aber und es geht angenehm straff. Ich habe jetzt, ja, hab jetzt nicht die Angst, dass das so leicht und ist, dass es wieder verstellt oder. Das, nee, ja. Dann haben wir hier den Oh Shit Handle und direkt darunter das Handschuhfach. Da bin ich jetzt aber selber gespannt, wie groß das ist. Na, herzlichen Glückwunsch. Handschuhfach. Hast du Handschuhe? Kannst du ins Fach legen. Oh, mit Dämpfung. Achtung, Achtung. Tatsächlich gedämpft. Sehr schön. Ja, Handschuh, zack. Und so, passt auch wunderbar rein. Pappalapapp. So, ich habe auf meiner... Hier haben wir übrigens noch einen Oh Shit Handle. Ja, finde ich eigentlich ganz sexy. Und hier oben natürlich nur den ganz normalen Griff. Ja. Da kannst du dich stabilisieren. Das ist ja, das kann ja unter Umständen, also ich meine, ich habe ja hier auf meiner Seite den ganz großen Oh Shit Handle, aber als Beifahrer ist das, glaube ich, ganz angenehm, wenn man da so ein paar Haltepunkte hat. Ich habe hier auf meiner Seite, habe ich hier noch die Verriegelung. Da kann ich, wenn ich möchte, alle, die um mich herum komisch aussehen, aussperren. Dann kann ich hier meine Seitenspiegel verstellen. Das ist alles das ist so, wie man es eigentlich kennt. Die Seitenspiegel sind, haben wir ja schon festgestellt, ein bisschen klein. Aber ich kann sie problemlos. Hier kann ich von links auf rechts umschalten. Gibt's die, hast du einen Knopf zum Einklappen oder? Nee. Ich habe keinen Knopf zum Einklappen. Warte mal, das geht doch bestimmt. Ja. Manuell. Und das ist ja auch tatsächlich im Gelände unter Umständen eine gute Sache, wenn ich sehe, oh, die Birke ist ja kein Ast, sondern ein Stamm, dann. Die Birke ist die Birke und möchte nicht umgefahren werden. So, und damit haben wir die wichtigsten Knöpfe gefunden. Wir haben noch ein bisschen mehr, also Knöpfe haben wir keine mehr hier. Ja. Wir haben aber hier noch zwei Fächer, da kann man irgendwelche Getränkeflaschen reinstellen. Hier sind zwei USB-Stecker drin. Einmal USB-C sogar und noch den herkömmlichen bekannten. So, und dann stellt sich mir natürlich jetzt da eben eine Frage. Wenn ich mein Handy während der Fahrt benutzen möchte, die Freisprechanlage und oder Navi und was man nicht alles, heutzutage hast du ja eigentlich alles auf dem Handy. Zum einen, du brauchst einen Handyhalter und zum anderen, wenn du das Handy angesteckt lassen willst, hast du nur dieses Kabel hier, ne? Ja. Was dann aus der Box kommt. Nun, zumindest geht's raus. Ja. Also man kann die zumachen. Wir haben ja hier auch Kabeldurchführung. Mhm. Schau mal. Guck mal. Das fummeln wir doch da mal rein. Also wir haben hier extra Kabeldurchführung. Also das ist ja zumindest. Das ist gut durchdacht, ja. Das ist okay. Zwei Kabel, na gut, ich habe bloß zwei Steckdosen, kann ich zwei Kabel rausziehen. Und weißt du, wofür das wirklich gut ist, wenn du mal Spritzwasser hast oder sowas? Was? Was? Was ist das? Spritzwasser. Also das ist gut. Aber trotzdem weiß ich dann immer noch nicht so ganz genau, wo ich jetzt eigentlich mein Handy
mit dem Halter festmachen soll. Ich könnte natürlich eins von den, an die Windschutzscheibe, Ansaughaltern nehmen. Oder ich gehe hier irgendwo ran. Ja. Baue irgendwas hin. Gut, wenn ich natürlich jetzt einen festen Handyhalter irgendwo hier reinbaue, ob das, wie der auch immer ausschauen soll, dann gehe ich davon aus, dann ziehe ich auch direkt das Stromkabel hin. Ja. Es gibt ansonsten ja, schmeißt das Telefon einfach hier unten in die Ablage. Ja, ist auch oder, so eine Anti-Rutschmatte hier. Ja, ich hab schon versucht, sie mal rauszufummeln, aber irgendwie ist die reingedingst. Die ist nicht zum Fummeln. Ist nicht. Nee, geht nicht. Okay. Und du hast ja auch noch eigentlich eine coole Ablage dafür. Ja, die gefällt hier, ja mir eigentlich ganz gut. Also die kann ich hier rausnehmen, wenn sich da Spülmaschine. Ja. Wenn da sich da einer gerne mit Putzen beschäftigen will. Pinöbel ist drin. Ja. Und gut ist. Und ich habe hier auch letzte Woche beim Testen mein Handy mal drauf liegen gehabt. Das hält ganz gut. Es ist dann nur blöd, wenn die Sonne raufknallt, weil dann, dann wird es relativ schnell heiß. So, Tobi, ja, eine Sache noch. Hm. Es gibt ja hier das Feature, dass du dein Auto einfach mit dem Kercher sauber machen kannst und dann läuft das Wasser unten raus. Angeblich soll das ja alles irgendwie so leicht wasserfest, dicht sein, dass man genau. Wir schauen uns das gucken mal an. Gucken wir uns das an. Okay, hier Matte, Bodenmappe, Gummimatte, aufgeschäumt, recht dick, ziemlich fest. Ja, hier haben wir unseren Wasserstopsel. Der wird einfach nur geklemmt, hoch, locker. Wir haben hier einen O-Ring drin setzen, ja, und wenn wir den Böbel umlegen, dann wird der einfach zusammengedrückt und der klemmt sich hier in das Bodenblech. Und da sieht man drunter unseren roten Rahmen. Also tatsächlich funktioniert. Dicht, undicht. Dicht. Was haben wir hier? Haben wir Styropor. Mhm. Das hat, ja, somit könnt ihr tatsächlich. Wenn mal Wasser drin ist, könnt ihr es gut wieder rauslassen. Mhm. Es empfiehlt sich dann natürlich hier schon noch einmal durch die Ecken zu wischen. Aber tendenziell also ist relativ fest, man kriegt ihn so auch raus, aber nee, das passt schon. Wo wir das hier schon aufhaben. Hier ist ja hier haben wir wieder Knöpfe, schau mal. Ja. Ja, auf, zu, Lüftung von hinten. Nicht von hinten, Lüftung für hinten. Und hier haben wir auch wieder zwei USB-Dosen. Eine C und eine normale. Das sind die gleichen übrigens, die da in der Box drin sind. Ob man jetzt da unbedingt diese komischen Deckdinger da braucht. Wahrscheinlich brechen sie dann ab und sind eh irgendwann weg. Naja gut, schöner ist es natürlich, wenn die zu sind. Weil man muss das wieder zusammenbauen. Ja, lassen wir mal kurz ab, wo wir jetzt mal das da unten so schön also, frei haben. Ja. Unter der Sitzbank ist ja das Doppelbatteriesystem verbaut. Ja. Was mich interessieren würde, wie gut ist das denn hier unten geschützt? Oh ja, schon ziemlich dicht, finde ich. Also wir haben hier in der Tür zwei Dichtebenen. Ja, wir haben hier eine Dichtung, die läuft einmal komplett rundum und dann nochmal in der Tür auch. Und also Türe ist zumindest, würde ich sagen, dicht. Auch hier unten die ganzen Stopfen, die da drin sind, die sind auch ziemlich dicht. Also wenn man da durchs Wasser fährt, glaube ich, dann läuft der nicht so schnell voll. Haben wir schon ein bisschen Zeit. Gut. Was ich ja sehr sexy finde, ist ja eigentlich das hier, habe ich gerade entdeckt. Ich habe hier einen kompletten Zurpunkt. Mhm. Ja, das heißt, man hat ja immer das Problem, man stellt aus Bequemlichkeitsgründen irgendwas hinten auf den Rücksitz. Und dann, wie machst du ihn fest? Dann gurtest du die ganze Chose an. Aber mit dem Gurt ist es halt einmal so eine wackelige Angelegenheit. Ja, und ich habe hier unten wirklich eine Lasche. Und wenn ich da mit einem Spanngurt oder irgendwas auf die andere Seite rübergehe, dann kann ich dann wirklich was festmachen. Ja, oder zum Beispiel die Kühlbox, die du dann ja auch an den entsprechenden Ladepunkten laden kannst. Genau, oder ich gehe auch wirklich einfach mal hierher. Man kann was festmachen auf dem kurzen Wege zu dem Zurpunkt. Also den finde ich ja ganz nett. Mhm. Was haben wir hier? Eine Geheimklappe. Das ist der Schluckspecht. Mhm. Tank.
Einfüllung. Einmal AdBlue und einmal Diesel. Ich habe da nicht dran gerochen. Nur dran geleckt. Hier für einen Dieseltopfen auch zum Parken, damit er nicht irgendwo in der, im Drecksift drin hängt. Nicht zum Absperren, wird über die Zentralverriegelung hier, über den Druckblöppel mit verschlossen. Mhm. So, dann bauen wir wieder zusammen, oder? Während der Tobi das Auto wieder zusammenbaut, weil wir müssen es ja heute auch wahrscheinlich wieder abgeben, sage ich euch schon mal, ciao, bis zum nächsten Mal. Es wird noch bestimmt einen Technik-Talk geben, wo wir uns dann mal die Systeme anschauen. Und ihr schreibt mir fleißig, ihr kennt das ja schon. Ich freue mich immer, wenn ich von euch höre. Und bedanke mich bei meinem Kollegen und Freund Tobi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wähle uns als deinen Partner und du erlebst deinen Grenadier in einem professionellen Offroad-Training zwei Personen.